Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LJ's Dynasty. Wir haben in der letzten Folge eine ganze Menge repariert und machen damit auch direkt weiter. Denn wenn wir Glück haben, ist es tatsächlich nur noch das Dach hier von unserem eigenen Häuschen, was bauanfällig ist oder reparaturbedürftig. Und vielleicht haben wir es dann geschafft. Ach nein, der Spielplatz ist es noch. Aber den Spielplatz müssen wir schon noch machen. Auch wenn wir noch keine Kinder haben. Und vielleicht kommt das Nachbarskind mal rüber, möchte rutschen und zieht sich dann mies einen Splitter in den Popo. Das können wir nicht verantworten. Auf gar keinen Fall. Also schnell hier noch das Häuschen repariert und unten. Weil wir haben doch noch einen Sandkasten gehabt, ne? Wir hatten doch vorhin einen Sandkasten. Wo war denn der? Da hinten. Und hier auch nochmal. Wir sind wirklich sehr kinderfreundlich. Wo ich noch nicht ein einziges Kind gesehen habe hier im Dorf. Wer weiß. Vielleicht finden wir noch welche im Keller. Das ist vielleicht das dunkle Geheimnis, über das die ganze Zeit hier sprechen. Wir hören die ja im Hintergrund immer alle reden mit. Das weiß doch jeder und das ist nicht in Ordnung und das ist doch kein Geheimnis mehr. Vielleicht sind's ja unsere Verwandten, also unsere Tante und unser Onkel, über die ganze Zeit geredet wird, weil die Kinder im Keller halten. Und dann wäre es natürlich schlimm, wenn alle Bescheid wüssten und keiner was sagt. Obwohl das in der heutigen Welt leider sehr, sehr oft der Fall ist. Warum ist das Baugerüst so rot? Es ist einfach so rot. Ich denke mal, ich muss es reparieren. Okay, haben wir geschafft. Dann lasst uns hier schnell... das war gar nicht mal so ein kleiner Sprung. Lasst uns schnell den Sandkasten und die Rutsche und den ganzen anderen Spaß hier drüben reparieren. Ach nein, jetzt sagt nicht, dass der ganze Zaun noch drumherum kaputt ist. Was habt denn ihr die Jahre gemacht? Die haben sich hier richtig schön ausgeruht, haben überhaupt nichts gemacht. Und rufen mich jetzt an, während ich gerade in meiner vollgesmockten Stadt sitze und sagen, ach, wir probieren's, aber wir können nicht mehr. Komm bitte vorbei und dann ist ja seit Jahren überhaupt nichts passiert, ne? Oh Mann. Was macht man nicht alles für die Familie? Aber auch das ist noch schnell erledigt. Und dann sollten wir es doch endlich mal geschafft haben, unsere Bleibe zu reparieren. Ist vielleicht auch eine Quest, die wirklich dafür gedacht ist, dass man die einfach die ganze Zeit so ein bisschen nebenbei macht. Aber ich war jetzt einmal damit angefixt, dass wir fast fertig sind und möchte es halt auch gerne zu Ende bringen. Dann haben wir wieder eine Quest abgeschlossen, weil ich hasse es, ganz viele Quests auf einmal zu haben und keinen Überblick mehr darüber. Aber wenn es jetzt wirklich noch sehr viel mehr wird, dann... Hey, wir haben den Spielplatz repariert, gibt es nicht mal Sozialpunkte dafür. Sehr schade. Ja, wenn es jetzt noch wirklich sehr, sehr viel mehr wird, dann machen wir doch erstmal kurz was anderes. Damit ihr hier nicht die ganze Zeit nur Nagelpistole seht. Ist natürlich nicht so geil. Mal schnell noch das Tor hier. Und ob es jetzt Punkte gibt? Nö, immer noch nicht. Wo es ja eigentlich alles soweit gut aussieht. Ich baue mir bloß noch schnell ein Gerüst hier hin. Ich dachte eigentlich, wir sind mit dem Haus schon fertig, aber hier Außenfassade hat es dann doch noch ein bisschen erwischt. Natürlich nicht so schön. Dann sind wir zumindest mit unserer Bleibe fertig. Auf dem Dach waren wir ja schon. Sieht gut aus. Hier noch. Dann müssen wir schon wieder runter, ne? Ja. Hier. Dass dem der rechte Arm nicht mal abfällt. Mann. Aber wir sind ja auch schon eine ganz schöne Maschine. Was ist eine Terrasse? Hatten wir die? Wir hatten die doch repariert. Verarsche. Wir mag uns nicht. Wir haben vielleicht wirklich Termiten und wir reparieren uns hier sinnlos. Dumm und dämlich. Wir reparieren es, drehen uns um und die Termiten haben schon wieder die ersten beiden Bretter zerfressen. Oder hatte ich die Terrasse vergessen? Nein, die hatten wir gemacht. Aber eventuell hatte ich nicht alles gesehen. Aber dann hätte ich ja eine ganze Menge übersehen. Naja. Ist er jetzt fertig? Ein Geländer hier drüben noch. Und immer noch nicht abgeschlossen. Aber unsere Bleibe müsste doch jetzt fertig sein.
Dach hatten wir gemacht. Wir gucken nochmal schnell drumherum. Die Seite ist in Ordnung. Die Seite ist in Ordnung. Ach, hier vorne noch. Lass das bitte das letzte sein. Bitte, 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 bitte. Ja, und ich muss leider euch gestehen, dass ich euch was versprochen habe, was ich nicht eingehalten habe. Ich wollte mich informieren, wie wir uns hinsetzen, und ich habe es vergessen. Ich verspreche euch nochmal, dass ich das nach der Folge dann tun werde. Jetzt müssen wir aber doch langsam mal fertig sein. Wir haben doch alles repariert. Gab's hier vielleicht noch was? Nö, hier ist alles in Ordnung. Küche ist auch alles in Ordnung. Oben sind wir ja auch vorn durch. Da war auch... Ach, Dachboden. Stimmt, hier oben noch. Ach, es wird immer mehr. Ich wollte eigentlich dann aufhören, wenn es noch so viel mehr wird. Aber ich denke die ganze Zeit bloß noch das und dann haben wir es. Wir machen das noch schnell. Zumindest das Haus hier. Gucken nochmal eben in den Dachboden rein. Und wenn es jetzt hier nach dem Dachboden immer noch nicht fertig ist, dann verspreche ich euch, wir machen was anderes. Mir wird es nämlich langsam auch etwas zu langweilig. Wir haben es geschafft, 10.000 Sozialpunkte. Du hast repariert Haupthaus, Glückwunsch, sehr gut. 35.000 Sozialpunkte haben wir mittlerweile. Sehr, sehr, sehr geil. Und damit haben wir es 5:30, ist doch eine ideale Uhrzeit, um schlafen zu gehen. Das Feuer unten lassen wir einfach brennen und hoffen mal, dass wir eine gute Hausratversicherung haben. Und dann gehen wir wie immer mit unserem Baugerüst ins Bett. Denn so macht das ein wahrer Handwerker. Und wir sind völlig ausgeschlafen. Du bist ausgeruht und fühlst dich wieder stark. Stark habe ich mich die ganze Zeit gefühlt, liebes Spiel. Aber trotzdem danke für die netten Worte. Tür zu. Dann machen wir uns jetzt zum Sägewerk rüber. Und schauen mal, dass wir die Bretter zum Trocknen bringen. Bin mal gespannt, was jetzt generell noch kaputt sein soll. Eventuell noch ein bisschen Zaun, aber ansonsten müssten wir es doch langsam geschafft haben. Aber hier alle Hofgebäude steht immer noch da. Find's ein bisschen schade, dass nicht einzeln aufgeführt ist, was noch repariert werden muss. Aber ja, ein bisschen Entdeckergeist muss halt auch mit sein. Wenn wir übers Förderband laufen. Na, zum Glück sind wir da nicht mit dem Fuß stecken geblieben. Da hat es schon ganz, ganz böse Verletzungen gegeben an solchen Maschinen. Ach nee, wir sind ja schon vorbeigelaufen, pardon. Ich wollte jetzt gerade wieder dahinter, wo wir die Stämme geholt haben. Aber das war ja völlig dumm. Traktor haben wir stehen lassen. Die Bäume sind ja jetzt alle, oder die Stämme, alle hier vorne. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen uns einfach mal einen in die Hand. Du bist zu hungrig. Ach, was denn jetzt noch alles? Erst waren wir zu müde, jetzt sind wir zu hungrig. Ganz schön anspruchsvoll, der Typ. Hier, Fisch in Öl, hatten wir uns schön gekocht. Wie viel bringt das? 30, wir haben 69, na dann machen wir das doch. Greif den Stamm in der Mitte. Und ich hatte eigentlich gesagt, nie wieder Stämme schleppen, ne? Aber anscheinend war das gelogen. Wie langsam der ist. Ist doch bloß so ein kleiner Holzstamm, hab dich mal nicht so. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Ding hier geht auf. Mal reinpassen wird's ja nicht. Ich kann's... Nö. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt unbedingt dabei trocknet. Müssen wir die doch nochmal zerteilen oder passen hier nur Bretter rein? Müssen wir die vorher eventuell erstmal zu Brettern machen? Wo ist denn der Stamm jetzt hin? Hier. Lasst uns nochmal gucken. Ne, wir kriegen den nicht nochmal zersägt. Aber hier reinwerfen ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Also hier sollen dann, wenn wirklich nur... Nee, also hier sollen, wenn dann wirklich nur die Bretter rein. Also muss es nochmal gesägt werden. Dann, ja, was machen wir dann? Dann müssten wir mal gucken, wo hier gesägt wird. Schau, dass den Stamm nochmal kurz hierher. Oh nein, nicht wegrollern. So, Bretterproduktion. Schneidet entrindete Stämme in Bretter. Lagert Holzspäne in einem separaten Silo. Nicht betriebsfähig. Zur Wiederherstellung reparieren. Na super. Warum ist denn der Spaß nicht betriebsfähig? Ein Glück, dass wir diesen Ingenieursblick haben. Der rettet uns wirklich den Arsch. So, Spanplatten. Nee, das wollten wir nicht. Stämme abwerfen haben wir schon.
Frische Stämme werden hier entrindet. Ach, okay, entrindet wurden die. Bretterproduktion hier vorne. So, Wiederherstellung der Funktion reparieren. Naja, dann lass mich reparieren, okay. Und es geht weiter. Nagelpistolen-Action ist anscheinend wirklich die Hauptaufgabe vom Spiel. Aber wenn wir das einmal alles geschafft haben, dann brauchen wir das Ding nie wieder in die Hand nehmen, hoffe ich. Nicht, dass es wirklich alles nach der Zeit wieder kaputt geht. Aber selbst wenn, dann wird es ja nur ein kleiner Teil sein. Wenn man natürlich erstmal vom Grund auf wieder alles reparieren muss, ist es natürlich viel. Was zu verkaufen, Schild? Können wir das abreißen? Wir haben doch eine Kettensäge. Wo ist das zu verkaufen, Schild? Das da hier. Ach hier, for sale. Zeigt an, dass das Gelände nicht... Ne, da, super, zeigt's an. Ich repariere das alles nochmal, damit die am Ende bloß noch mehr Geld aus der Geschichte hier rausschlagen können. Das ist ja nett. Wenn das mal nicht wahre Familienliebe ist. Ich repariere nochmal alles so, damit wir 3000 Euro mehr kriegen am Ende. Und dir zahlen wir nichts, außer ein paar Bratwürste. Hier drüben noch? Nö, da dürfen wir nicht. Ach, hier gefährliche Arbeiten auch noch, ne? Wir müssen über rollende Stämme laufen. Uiuiui, oh oh. Im Silo gefangen. Da drüben, komm schon, wir sehen es an. Nein! Jetzt. Oh shit, nein. Wir rollen die ganzen Stämme aus dem Silo raus. Nicht gut. Das war nicht so geil. Hätten wir vielleicht cooler machen können. Aber naja. Zu verkaufen Schild. Ja, wissen wir alles. Wir müssen erstmal reparieren. Und das sind noch ein ganz paar Stellen, die hier repariert werden müssen. Aber so langsam, aber sicher müssen wir uns doch mal um die Bretterproduktion kümmern. Den Rest kriegen wir nur von innen repariert. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Hier drüben können wir nochmal von der Treppe fallen. Das war der Plan. Jetzt hat es mal kurz geleckt. Viel brauchte auch mal eine Pause. War zu viel. Okay, Dach ist anscheinend auch noch kaputt. Ich hoffe doch, dass wir das... Oh je, hier ist alles rot. Das wird noch ein bisschen dauern. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich dachte, das hier ist soweit finito. Aber scheint es nicht zu sein. Ist jetzt gerade eh die Frage, ob wir bloß hier drüben das Stück reparieren müssen. Oder ob das hier vorne unbedingt auch mit dazugehört. Wir probieren erstmal nur hier drüben zu reparieren. Eventuell reicht das ja schon, damit wir die Bretter produzieren können. Dann hauen wir die in die Trocknungsanlage. Und dann finden wir endlich raus, wie viel wir pro Brett verdienen. Wir müssen nämlich langsam mal ans Geld denken. Wir können nicht immer nur auf der Tasche von Tante und Onkel leben. Obwohl die uns eigentlich fast gar nichts gönnen und kein Geld für uns ausgeben. Aber naja. So wie es scheint. Nö, das Dach ist noch kaputt, okay. Dann machen wir erstmal noch schnell hier aufs Dach hoch und hoffen einfach mal ganz dolle, dass das ausreicht, damit wir zumindest schon mal die Bretter schneiden können. Hier drüben noch und dann ist ja dieser Teil vom Gebäude fertig, aber ich habe fast die Befürchtung, dass wir das komplette Gebäude reparieren müssen. Es scheint, glaube ich, so. Ach Mist, dann machen wir jetzt hier bloß noch das Dach. Und dann schauen wir erstmal nach einer Quest. Vielleicht machen wir mal zu der Botanikerin. Zu der... Oh nein. Oh, cool. Sind wir hier gelandet. Ja, dann machen wir vielleicht erstmal zu der Botanikerin. Lilly hieß sie, glaube ich, zu der die Tante Grace uns schicken wollte. Eventuell wird das ja unsere Frau. Man weiß es nicht. So eine Botanikerin als Frau wäre doch was Gutes. Ich kümmere mich um Holz. Und sie um die Pflanzen. Also ich ums Haus und sie um den Garten. Ist doch ideal. Na gut, wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Es tut mir wirklich leid, aber wir können hier nicht zwei Folgen lang nur die Nagelpistole in der Hand haben. Wo haben wir denn unser schönes Auto abgestellt? Das haben wir noch hier oben stehen, oder? Das
müssten wir doch eigentlich noch beim Isaac stehen haben. Wo ist denn? Haben sie uns das jetzt geklaut über Nacht? Moment, wo war denn der Isaac? Wir sind doch hier die Straße hochgefahren, hier hoch. Hier drüben, oder? Hier ist das Auto. Cool. Alter Pickup, klicken zum Einsteigen. Ich mag die Schnellreisefunktion sehr. Hier haben wir Villa Romana. Wollen wir vielleicht erstmal dorthin? Da haben wir es nicht so weit. Kann leider nicht anvisieren, dass ich dahin möchte. Warum nicht? Dann wählen wir die einmal aus. Triff Sascha und hier ist Villa Romana. Hier drüben. Da machen wir erstmal dorthin. Das liegt gleich in der Nähe. Ist das nicht hier eine Skisprungschanze? Ja, geil. Also falls wir uns noch neue Autos kaufen können, fahren wir die Strecke auf jeden Fall mal mit der Christine runter. Da freue ich mich jetzt schon drauf, aber erst wenn wir sehen, ob wir neue Autos kaufen können. Nicht, dass die dann für immer kaputt ist und wir hier alles mit dem Traktor fahren müssen. Das wäre nicht so geil. So, Villa Romana. Hallo, komm näher. Ich bin mir sicher, dass du etwas findest, das dir gefällt. Möchtest du handeln? Wie läuft das Geschäft? Hä? Sind wir gar nicht richtig hier? Möchtest wir gucken mal, was er anzubieten hat. Eier oder ein Kochbuch. Eins von beiden müsste es sein. Ja, super, ein Rezept. Bisschen Essen hat er auch. Was haben wir hier? Milch und Honig. Entspanne und fange ein paar Fische. Motorsense und noch eine neue Kettensäge. Nö. Danke, Roman. Mission abgeschlossen. Ach, wir sollten dem bloß Hallo sagen, damit wir sehen, hier ist ein Händler. Alles klar, nur das war ja mal eine relativ einfache Mission. Hier unten haben wir Gipfel des Berges und hier oben trifft Sascha. Das ist eine Dame am Tor. Sag Hallo. Eine Dame am Tor. Na gut. Das ist die Dame am Tor. In der Politik sitzt Philipp am Tor. Die scheinen verwandt zu sein. Dann fahren wir mal darüber. Selber macht er das bestimmt nicht. Wo kommen wir denn hier rein? Hier vorne kommen wir rein. Nicht das, was ich gehört habe. Hallo, Dame am Tor. Wie geht's dir? Oh, hallo. Wer bist du? Ich bin Charles Neffe und kümmere mich um sein altes Sägewerk. Gut. Was kann ich für dich tun? Der Gabelstapler da drüben. Gehört er dir? Verkaufst du ihn? An einen Verkauf habe ich bisher nicht gedacht, aber warum nicht? Was ist dein Angebot? Ich kann nicht wirklich viel Geld anbieten, aber vielleicht bist du an einer Vermietung interessiert. Ich könnte auch dafür arbeiten. Ich könnte in der Tat etwas Hilfe gebrauchen. Siehst du den alten Wald direkt am Tor? Der müsste gerodet werden. Auch die Büsche müssen weg. Die Stämme dort müssten auch gelagert werden. Ich kann dir den Gabelstapler anbieten, wenn du das für mich erledigst. Interessiert? Auch wieder ganz viele Bäume und dann auch wieder schleppen. Vielleicht sollten wir den Traktor hochholen. Dann dauert das nicht so lange mit dem Schleppen. Ich glaube, das ist besser. Also wir machen das auf jeden Fall. Gabelstapler können wir dann höchstwahrscheinlich gebrauchen, wenn wir die Bretter geschnitten haben. Dass wir die Bretter alle ordentlich transportieren können, denke ich zumindest. Wir gucken mal. Klar, ich kann das machen. Fälle zuerst alle Bäume und Büsche. Dann zeige ich dir, wo die Stämme gelagert werden sollen. Alles klar, das machen wir doch glatt. Dann. Unter 3 Büsche, oh je. Sind zwar diesmal nur 12 Bäume. Aber 103 Büsche, da, oh, schaut mal, wie zugewuchert das hier alles ist. Da weiß ich doch jetzt schon, dass wir wieder einen suchen und nicht finden werden. Wir machen uns jetzt erstmal an die Büsche ran. Denn wir stehen auf Büsche. Und dann fangen wir an die Bämme, eine leckere Bämme, Dann fangen wir an die Stämme umzuwerfen und zu sägen. Und dann würde ich sagen, holen wir einen Traktor hoch. Also die Frage, ist das wirklich Zeitersparnis? Wir haben nur 12 Stämme. Erstmal mit dem Traktor hier hochfahren, bloß damit wir die für ein paar Meter... Na, wir gucken mal, wo wir die lagern sollen. Wenn es etwas weiter weg ist, dann würde ich schon sagen, dass wir den Traktor holen. Und wenn es nicht ganz so weit weg ist, dann machen wir es vielleicht doch lieber per Hand. Wäre eventuell eine bessere Idee. Dann rennen wir hier erstmal richtig schön durch. Ich bin froh, dass wir die Kettensäge nicht auch noch mit Treibstoff befüllen müssen. Das wäre ja noch schlimmer. Ey, und in dem Moment ging sie aus, oder was? Nö. Ach ja. 100 Bücher.
Die haben sich hier alle ganz schön wenig gekümmert um ihre Grundstücke. Also entweder haben die alle sehr alte Verwandte und haben das gerade alle entweder geerbt oder sind wie ich mit zu den Verwandten gezogen. Oder die sind einfach alle stinkend faul hier. Ich glaube eher Letzteres. Naja, wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit ganzen 55 Büschen und schauen mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe doch sehr, dass wir es schaffen. Dann reparieren wir noch weiter das Sägewerk und dann sollten wir endlich mal Bretter herstellen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen von meinen ganzen Let's Plays, die aktuell kommen. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns morgen 20 Uhr wieder. Macht's gut.